Willkommen beim Innovationsmagazin der Salzburg AG. Roboter bauen und programmieren, davon träumen viele Kinder und Jugendliche. Für 100 9- bis 15-Jährige ist dieser Traum heuer in den Ferien in Erfüllung gegangen, beim sogenannten Robocamp. Und ausprogrammiert habe, ja? Dann werden wir nur ein bisschen verändern. Weg vom Konsumieren hin zum Erschaffen. Das ist die Idee der Robocamps von Roman Wallinger. In den einwöchigen Camps dreht sich alles um das Bauen von Robotern und ihnen dann bei Programmierung Leben einzuhauchen. Eine Herausforderung für die jungen Ingenieure von morgen. Also es waren sehr viele Kabel, zwei Prozessors und halt die Einzelteile und war sehr schwer. Für die 9- bis 11-Jährigen besteht die Aufgabe darin, einen Fressomaten zu bauen. Der schaufelt alles in sich hinein, was ihm die jungen Camp-Teilnehmer in die Schaufel legen. Die Roboter sind keine Stangenware. Lange vor den Camps entwirft und baut Roman Wallinger die Einzelteile selbst. Erst vor Ort werden sie dann zusammengesetzt. Kabel um Kabel wird verbunden und am Schluss soll auch noch alles funktionieren. Also es gab viel Elektrizität, wir müssen viel lernen und dann haben wir die Roboter gebaut. Und das war wie der Prozess immer. Also zum Beispiel wie Plus, Minus, kann auch wie das Plus 1 ist und Minus 0 zum Beispiel. Oder wie rotes Plus, schwarzes Minus. Die Robocamps für Kinder und Jugendliche sind Teil des Innovationsprogramms, bei der die digitale Kompetenz gefördert wird. So wird die Basis für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen, für die Ingenieure von morgen. Die Programmierung ist im Vormarsch. Sie lehrt uns zu verstehen, wie das Umfeld der Zukunft funktioniert. Grundsätzlich sehe ich das so, dass Programmieren genauso wie Lesen und Schreiben Grundkompetenz gerade wird oder schon ist. Wenn Kinder das Programmieren entdecken, dann ist es eine kreative Art und Weise, wie sie strukturiert ihre eigenen Ideen umsetzen im Computer. Das ist die Basis, wo der Trend hingeht und wo die Welt darauf aufbaut momentan. Auch die Fressomaten müssen programmiert werden. Und das hat jeder von den jungen Teilnehmern selbst gemacht. Vielleicht ein bisschen mit Hilfe von Roman. Dabei reicht es aber nicht, einfach nur Schaufel hoch einzutippen. Er versteht auch nur bestimmte Worte. Zum Beispiel, er versteht jetzt nicht Schaufel hoch oder so. Das versteht er einfach nicht. Man muss immer genau nur die Wörter nehmen, die er kennt. Action, aufgerufen, größer, Schwellwert. In der zweiten Gruppe, den 12- bis 15-Jährigen, war die Angelegenheit schon ein bisschen kniffliger. Die Aufgabenstellung, ein Roboterauto bauen. Nach dem Zusammensetzen der Hardware muss erst einmal die Motorsteuerung programmiert werden. Auch für die Leuchtsignale wird dann ein eigener Code entworfen. Und am Schluss fährt das Auto. Mit den Robocamps werden Kinder und Jugendliche auf spielerische Art und Weise herangeführt, selber Dinge zu erschaffen. Ein wichtiges Learning für den Erfolg von morgen. Das gesuchte Ding online gefunden und dann ist die Lieferung nach Österreich nicht möglich oder sehr teuer. Dafür gibt es seit einigen Jahren Logo X im grenznahen Freilassing. Dort kann man sich Pakete hinliefern lassen, eben zu Deutschland-Konditionen. Jetzt können Logo X-Kunden ihre Pakete auch in Salzburg abholen und möglich macht das die MyFlexbox der Salzburg AG. Logo X ist für die Salzburger erster Ansprechpartner, wenn es um eine deutsche Lieferadresse geht. Einerseits, um sich höhere Lieferkosten nach Österreich zu sparen und andererseits, wenn nicht nach Österreich geliefert wird, überhaupt die bestellte Ware zu bekommen. Zusätzlich zur üblichen Abholung des Paketes in Freilassing können die Logistiker von nun an einen neuen Service ihren Kunden anbieten. Die Lieferung des gewünschten Paketes in einen Smart Locker der Salzburg AG, auch MyFlexbox genannt, in Salzburg. Ausgeliefert nach Salzburg wird täglich. Für die Salzburg AG ist Logo X ein interessanter Partner. Also Logo X ist als Kunde in mehrfacher Hinsicht wichtig für uns. Zum einen deshalb, weil wir den lokalen und regionalen Handel sehr stärken wollen. Zum anderen aber auch als Schnittstelle zwischen dem Großen, also wie zum Beispiel Amazon oder anderen Internethändlern und im Endeffekt dem Lokalen. Und als zusätzlichen Aspekt, den wir halt auch sehr positiv empfinden, ist, wenn man den regionalen Gedanken weiterdenkt, dass eben nicht nur das Salzburg heißt, sondern eben auch Freilassing. Und da verbinden wir quasi diese zwei Elemente. Aufgrund des hohen Paketvolumens wird Logo X direkt per Lkw beliefert, vom großen Verteilerzentrum in München-Aschheim.
Für den Kunden heißt das kurze Lieferwege. Noch am selben Tag werden die Pakete für die MyFlexbox eingebucht und anschließend ausgeliefert. Ab 17 Uhr steht dann das Paket in der MyFlexbox in der Bessarabiestraße in Salzburg zur Abholung bereit. MyFlexbox ist ein sehr interessantes Projekt für LogoX, weil auch wenn viele Kunden einen Ausflug nach Verlassing zum Einkaufen nutzen, geht es oft nur ums Paket abholen. Und je nach Verkehrslage kann das einiges in Zeit in Anspruch nehmen. Und die Flexbox in der Bessarabiastraße nahe Autobahnausfahrt Kreuz Mitte ist dann natürlich sehr gut gelegen. Die Kunden haben dann im Unterschied zur Einlagerung bei LogoX die Möglichkeit, ihr Paket 5 Tage lang, auch an Feiertagen und an Sonntagen, 24 Stunden am Tag mit einem Code abzuholen. Heute liefert Konrad Eisel die Pakete nach Salzburg. Die Bestückung der MyFlexbox ist denkbar einfach. Das Etikett am Paket zum Scanner halten und schon springt das richtige Fach auf. Paket hineinschieben und fertig. Für die Mitarbeiter von LogoX eine smarte Angelegenheit. Man fährt her, man scannt es ein, legt es rein. Ist alles eigentlich relativ schnell vorbei und der Mehrwert für den Kunden ist halt auch relativ groß, weil er die Pakete halt jederzeit abholen kann. Johannes Müllleitner wartet schon sehnsüchtig auf seine bestellte Ware aus dem Internet. Er nutzt zum ersten Mal den neuen Service von LogoX. Die MyFlexbox macht ihn zeitlich unabhängig. Benachrichtigt über die Verfügbarkeit seiner bestellten Waren wurde er per E-Mail. Dann heißt es QR-Code einscannen und schon öffnet sich das richtige Fach der MyFlexbox. Keine Wartezeiten und 7 Tage 24 Stunden Abholmöglichkeit. Für mich ist ideal eigentlich, dass ich mich bei LogoX nicht mehr die Schlange stellen muss, die mitunter doch auch vor dem Büro dort ist, weil einfach sehr viele Leute dort ihre Pakete abholen oder einliefern. Und da bin ich halt wirklich völlig frei und unabhängig. Wie gesagt, für mich absolut ideal. Für die Zukunft ist auch angedacht, den umgekehrten Weg zu ermöglichen, sprich Retouren über LogoX abzuwickeln. Damit wird der Service am Kunden nochmals erhöht. Wenn jetzt ein Paket über einen Onlinehandel zum Beispiel versendet wurde, dann gibt es ja oft die Möglichkeit der Retoure auch, also dass ich das Paket zurückschicken kann. Und das wäre jetzt ein Schritt, den man machen könnte, den man hier integrieren könnte, wo dann der Kunde eben nicht mehr hinfahren muss, sondern hier zur Box kommen kann, das Paket reinlegen kann und die nehmen es mit und es wird dann in den Paketumlauf gestoßen. Die Anwendungsmöglichkeiten der MyFlexbox sind fast unbegrenzt. So ist die Salzburger AG bestrebt, nicht nur den Logistikpartnern, sondern auch dem lokalen Handel neue Vertriebswege mit der MyFlexbox zu ermöglichen. Wir bleiben thematisch online. Die Salzburg AG arbeitet stetig am Breitband-Internetausbau. Daher können sich über 100.000 Salzburger Kunden über eine ausgezeichnete Internetverbindung freuen. Sollte es bei Ihnen zu Hause auf Ihren Geräten dennoch zu Problemen mit dem WLAN kommen, kann das ganz unterschiedliche Gründe haben. Um also ein Maximum an Geschwindigkeit, Reichweite und Stabilität aus Ihrem WLAN-Modem rauszuholen, haben wir ein paar einfache Tipps. Schritt 1. Checken Sie Ihr Modem. Sollten Sie Ihr Modem noch dieser Generation haben, rufen Sie einfach im Kundenservice an. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Hier sehen Sie das aktuelle Modem der aktuellen Generation und hier sehen Sie das Modem der Zukunft. Im Schritt 2 wäre es auch wichtig, dass man die WLAN-Einstellungen ändert. Und zwar können Sie das im Kundenportal der Salzburger AG machen. Sie gehen einfach rein unter Internet, WLAN, finden Sie die Einstellungsmöglichkeit von der WLAN-Verschlüsselung und da geben wir Ihnen den Tipp, dass Sie statt WPA, WPA2 only nehmen. Das sollte die Performance auch verbessern. Im dritten Schritt ist es wichtig, den optimalen Standort für das WLAN-Modem zu finden. Da das WLAN-Modem über Funkfrequenzen arbeitet, ist es nicht ratsam, das Modem zu verstecken, sprich hinter der Couch, im Kasten drinnen, im Verteilerkasten oder im Keller, sondern das Modem sollte dort sein, wo es auch verwendet wird. Am besten freistehend, auf 1 Meter Höhe und die LEDs sollen sichtbar sein. Dann kann das WLAN-Modem optimal arbeiten. Wie Sie Störquellen erkennen und vermeiden, finden Sie in den FAQs auf unserer Website. In einem Heim-WLAN gibt es natürlich auch physische Störquellen, die das Funksignal einschränken können. Wie zum Beispiel hier in einem Haus kann es sein, dass im oberen Stockwerk das Funksignal viel geringer ist als hier unten, wo das Modem steht. Hier kann man sich behelfen durch beispielsweise diese Powerline-Adapter. Die bringen mir das WLAN-Signal in das Zimmer, wo ich das WLAN-Signal brauche. Und das funktioniert über das Stromnetz.
Das also ein paar Tipps, wie Sie Ihr WLAN richtig einsetzen können. Mehr Infos und alles zum Nachlesen finden Sie wie gewohnt auf der Website der Salzburger AG. Das war das Innovationsmagazin der Salzburg AG und spannend geht's hier im Programm weiter. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und freue mich auf das nächste Mal.